mach einfach mal alles anders, als du es jemals in deinem Leben gemacht hast. Trau dir, surf auf einer Welle und versuch einfach, das Leben so zu leben, wie es gerade in dem Moment kommt, und mach die verrücktesten Sachen. Und umso bescheuerter sie sind und umso mehr die Leute um dich herum die Köpfe schütteln, umso mehr bist du auf dem Weg der Weisheit. Das sind meine fünf. Super, der weise Narr, ja. Ja. Ganz pragmatisch würde ich mal Bitte? sagen, mehr analog, weniger digital, oder? Ja. Hallo, liebe Zuschauer. Und zwar haben wir ja viele Monate jetzt ja immer darüber berichtet, wie sich Polizisten mit Demonstranten prügeln. Wir haben berichtet, was alles schlecht läuft in Deutschland und auf der Welt. Wir haben versucht, irgendwo zu analysieren, woran das liegt. Und ja, irgendwann belastet einen das doch extrem. Und ja, wir haben einfach beschlossen, dass wir einen neuen Kanal noch zusätzlich aufmachen, der sich mit positiven Dingen beschäftigt und wo man analysiert, vielleicht auch, wo die Probleme liegen können, aber ja, wo wir einfach versuchen, den Leuten etwas mitzugeben, etwas Positives in einer Zeit, in der man etwas Positives gut gebrauchen kann. Das Ganze tun wir aus Frankreich, denn wir mussten auch flüchten. Und ja, das ganze Projekt nennt sich Project Fovea. Project Fovea deswegen, weil wir mit dem Auge, wenn wir gucken, verschiedene Facetten brauchen. Und zwar, wenn auf die Fovea zentral ist, das ist das Organ, wo das Licht aufstößt, wenn wir dann sehen wollen, würde das nicht funktionieren. Also das Licht alleine reicht nicht, sondern wir brauchen jede Millisekunde, die wir im Leben erlebt haben, wird sozusagen vom Gehirn interpretiert. Und das, was ich am fantastischsten finde, ist, dass das Intuitive nämlich auch dazu gehört. Es ist nur in dieser Dreifaltigkeit sozusagen möglich, einen Blick zu haben. Und für mich als Fotograf war das Project Fovea natürlich besonders spannend, weil es ja einfach in jedem Augenblick uns klar machen sollte, dass die Intuition eines der wichtigsten Dinge ist, die wir im Leben haben und brauchen. So, und als Gast habe ich jemanden eingeladen. Der Unterschied ist, dass wir diesmal kein Interview machen, sondern ein Gespräch. Das heißt also, ich interviewe nicht klassisch bei diesem Format, sondern wir unterhalten uns, und zwar heute über das Thema Narzissmus. Und zwar mit Celine. Celine, magst du dich vielleicht nochmal trotzdem kurz vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne, lieber Kai. Danke, dass wir uns heute spontan hier einfinden können. Liebe Grüße nach Korsika, nach Frankreich, wo auch immer du gerade bist. Ich habe ein Buch über die Intuition geschrieben. Danke, dass du da diese schöne Brücke geschlagen hast. Und ich schreibe nicht nur, mein Herz gehört den Menschen. Das habe ich aber lange nicht angenommen und das ist in verschiedene berufliche Kanäle geflossen. Ich komme aus der Werbung, ich habe Geisteswissenschaften studiert, bin dann in die Werbung, habe aber immer eigentlich den Menschen hinter allen Produkten gesehen, habe mich dann selbstständig machen müssen. Nicht ganz freiwillig, aber ich habe mich da schon auch geleitet und geführt gesehen, konnte das aber nicht genau benennen. Und in der Beschäftigung, in der Auseinandersetzung ist dann irgendwann mal sind Fragmentfetzen zur Intuition entstanden, ein erster Roman entstanden, also ist das Schreiben erwacht. Und mir an der Seite geblieben, jetzt zu einer beruflichen Säule geworden. Also ich bin Autorin, Journalistin und das andere nochmal auf eine eigene Säule gestellt, noch eine Zusatzausbildung als psychologische Beraterin gemacht, weil mich nicht die Fassade des Menschen interessiert, hinter der wir oft hinterherhechten und die mich auch oft an den Rand der Verzweiflung getrieben hat, seinen Platz hier in dieser Gesellschaft, in dieser Welt zu finden, sondern weil mich der Mensch dahinter interessiert hat. Und so habe ich sehr viele Seminare besucht. Ich habe gedacht, man kann am Menschen am besten begleiten, wenn man sich selbst einigermaßen gut kennt und wenn man sich weiter kennenlernt. Und die Nähe zu den Menschen ist etwas, was mich sehr berührt, sehr bereichert und es hat mich immer weitergebracht. Und das befruchtet das Schreiben. Die Begegnungen entwickeln sich weiter und ja, so ist dann schlussendlich aus einer, wenn auch sehr schwierigen Situation, das Buch über die Intuition entstanden. Intuition für Rationalisten, ein sehr provokanter Titel, weil ich das Bedürfnis hatte,
eine Begriffsreinheit wiederzufinden. Und Intuition war mir zu verschwommen geworden. Durch meinen eigenen Prozess habe ich gemerkt, ich greife nach verschiedenen Dingen. Und so habe ich mich damit beschäftigt. Und ja, der Narzissmus ist, weil es ja unser heutiges Thema ist, etwas, was ich ähnlich angehe. Ich schreibe da ein weiteres Buch. Ich möchte mich um die Begriffsreinheit kümmern. Ich möchte sagen, was ist das eigentlich? Und das war schlussendlich die Intuition, die im Blick auf die Zeit jetzt und im Blick auf das, was ich erlebt habe mit Menschen, gesagt hat, ui, da gibt es eine große Korrespondenz. Und wenn ich Menschen meine Gedanken dazu anbieten darf, dann tue ich das einfach. Und dazu gehörte die Reflexion und das Verknüpfen dieser Ereignisse und meiner Betrachtung, schlussendlich dann es auch in Artikel zu verfassen, die bereits veröffentlicht sind und auf die ich Resonanzen bekommen habe und die mich bestärkt haben, ja, geh dieses Buch an und versuche den Brückenschlag, warum ist es jetzt da? Warum schauen wir jetzt genau in diese Abgründe? Und was will befreit werden? Was möchte auf eine neue Stufe gehoben werden? Denn es geht immer weiter. Es ist nicht, das Leben entwickelt sich in einer Spirale nach oben und nicht abwärts, wenn man es lässt. Wenn wir jetzt mal über Narzissten sprechen und um einfach auch den Zuschauern ein Bild zu liefern, würde ich ganz gerne mal über den Narzissmus von Herrn Drosten und auch vielleicht als weiblichen Part Frau Merkel reden. Wie kommt dir der Narzissmus dieser beiden Menschen vor? Also was fällt dir da auf? Sie nehmen keine Rücksicht auf das Gegenüber. Also das Gegenüber existiert einfach nicht. Sie sind letztlich auch von ihrer Position, aber auch räumlich, total abgeschirmt. Sie machen sich unerreichbar. Sie haben im Prinzip kein Ohr für das, was ihnen ja schon massiv entgegengebrüllt wird. Ja, sie tun so, als ob das einfach nicht existiert. Also sie reagieren mit bestimmten Dingen, und das treibt das Gegenüber in noch mehr Ohnmacht schlussendlich. Also es gibt wilde Spekulationen, hat das jetzt was bewirkt oder nicht? Und eigentlich habe ich das Gefühl, oder das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, es ist etwas, an was man nicht hinkommt. Da gibt es kein Gefühl für das Gegenüber. Da gibt es keine Wahrnehmung des Gegenübers. Da gibt es kein Ernstnehmen des Gegenübers. Man ist überhaupt nicht auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt einfach mal so darüber nachdenke, gibt es einen weiblichen Narzissmus und einen männlichen Narzissmus? Unterscheiden die sich? In meiner Erfahrung nein. Also es gibt sehr viele verschiedene Formen, worin sich Narzissmus ergießen kann. Das ist sehr, sehr schillernd. Das kommt sehr auf die, soll ich mal sagen, auf die Neigungen an. Also es gibt Menschen, es gibt weibliche Narzissten, habe ich kennengelernt, die, ich sag mal, mit ihren Fähigkeiten kokettieren. Eigentlich halten sie sich für in vielerlei Hinsicht nicht wertgeschätzt für das, was sie so leisten und tun. Und auf der anderen Seite überfrachten sie einen mit Angeboten, gegen die man sich nicht wehren kann. Wenn man sie aber ausschlägt, dann gibt es einen unglaublichen Zorn. Ja, und das kann einen auch in eine unglaubliche Verpflichtung bringen, in einen Zwang bringen, in etwas, wo man das Gefühl hat, man muss Dinge annehmen, ohne dass sie einem gut tun. Man fühlt sich an der anderen Stelle wieder bevormundet durch dieses Aufgedränge. Also das habe ich erlebt. Das ist vielleicht bei den, vielleicht neigen dazu weibliche Narzissten eher dazu, auch einer bestimmten Generation. Also das ist sehr, sehr, das darf man nicht pauschalisieren, wohingegen männlicher Narzissmus sich vielleicht deutlicher in weltlichen Angelegenheiten auch zeigt. Wenn jetzt eine weibliche Person natürlich sehr in den weltlichen Dingen zu Hause ist, das heißt eine prominente Position einnimmt, einen tollen Job hat, dann wird sich das bei ihr ähnlich zeigen. Ja, das heißt, sie schillert nach außen und wenn man sich diesen Menschen nähert, dann sind es oft Gefühle von,
wenn ich was mit dem zusammen mache, dann kann ich bestimmt unheimlich viel lernen. Der muss es drauf haben oder die weiß es. Und dann schleust man sich da aufgrund des eigenen Selbstzweifels gerne ein, bis man merkt, dass diese Menschen das eigene Wissen, was man mitbringt, für einen Moment gerne annehmen, aber es nie zulassen, dass man mit ihnen ein Gespräch auf Augenhöhe führt und andere Interessen vielleicht vertreten darf. Ja, man merkt ganz schnell, ui, wenn ich nicht dessen Meinung bin, dann wird es schwierig. Ja? Und das nimmt natürlich noch ganz andere Formen an. Das sind jetzt nur so ein paar wenige Aspekte eines Narzissten oder einer narzisstischen Person. Aber männlich und weiblich kommt sehr auf die Grundpersönlichkeit drauf an. Also vielleicht ganz einfach mal ganz kurz über meine Sicht über Narzissmus. Ich habe verschiedene Arten von Narzissmus erlebt. Also den Narzissmus von Prominenten, der auch sehr viel von einer total verquerten Wahrheit sich geäußert hat. Also das Dinge, die ganz offensichtlich waren, also was man jetzt auch ganz stark so bei Ärzten sieht in dieser Zeit oder auch bei Politikern, dass sie eine offensichtliche Realität nicht mehr wahrnehmen können. Also das heißt also, dass sie sie sozusagen so benutzen, wie sie sie brauchen. Also dass der Narzissmus sozusagen das Sichtfeld verändert. Ich habe das in dem Projekt Hovea so beschrieben, wenn ich immer rationaler werde, dann verschließe ich sozusagen die Intuition. Das heißt also, wenn man das mit dem Auge vielleicht einfach mal als Exempel nimmt, dann würde das praktisch bedeuten, ich lasse sozusagen einen Teil weg und das ist wie ein schwarzer Fleck. Und dieses Intuitive, und das ist ja das Fantastische am Intuitiven, das Intuitive steht auch für sämtliche empathischen Empfindungen, für Schmerz, für Mitleid, für alles das, was eigentlich so das Empathische halt auch ausmacht, aber auch zum Beispiel auch die Selbstreflexion und diese ganzen Sachen. Und das Rationale steht für so offensichtliche Fakten, also praktisch Fakten, die man sich aber auch zurechtspinnt. Und ich habe es ganz oft erlebt, gerade so im Promi-Bereich, dass diese Verschiebung stattgefunden hat, weil diese Stars, die dann sozusagen protektiert worden sind von vielen Ja-Sagern, weil sie natürlich etwas erwartet haben von dem Star oder von dem Politiker oder von dem Künstler, dass sie sozusagen in dem Moment denen kein Feedback gegeben haben, kein echtes, sondern nur ein verschobenes Feedback. Sie sind sozusagen umgeben mit Ja-Sagern. Also ich bin mir ganz sicher, eine Angela Merkel ist umgeben mit Leuten, die offensichtlich erstmal alles nur gut finden, was sie macht und keine Reflexionsfläche mehr gibt. So, und mir ist aufgefallen, sobald man den Menschen nämlich das Wichtigste wegnimmt, nämlich reflektiert zu werden, werden sie sozusagen behindert in dieser Art, dass sie sich nicht mehr reflektieren, aber dann auch hinterher so stark behindert sind, dass sie das auch glauben, was sie praktisch an Feedback bekommen. Das heißt also, das permanente positive Feedback, das fehlende Kritisieren und das fehlende also auf Augenhöhe reden, macht diese Menschen zu Narzissten, zu Despoten und auch zu unangenehmen Zeitgenossen oftmals. Und trotzdem leben sie natürlich in ihrer Realität. Ist das Und da bist du natürlich jetzt du hast das Ganze studiert. Wird das auch so in der Psychologie gesehen oder gibt es da andere Erklärungen? Ich habe jetzt mal eine Rückfrage, weil wir wollten uns ja unterhalten. Genau. Hast du denn das Gefühl gehabt, du kannst diese Menschen, oder wie ist es dir gegangen? Hast du diese Menschen angesprochen darauf? Also ist es dir irgendwie gelungen, diese Menschen in eine Reflexion zu bringen? Also ich hab natürlich immer eine andere Position gehabt. Also man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt Künstler fotografiert habe, war es entweder eine Stunde oder vielleicht mal so ein paar Tage.
Mit wenigen Stars jetzt wie Linkin Park, also Chester Bennington, habe ich dann halt doch viel mehr Zeit verbracht. Das ist aber dann doch eher seltener gewesen. Also es gab natürlich schon einige Stars, mit denen ich auch länger und viel zu tun hatte. Aber es war so, es gibt auch einen ganz großen Unterschied bei den Stars. Also die Stars, die zum Beispiel umgekommen sind durch Selbstmord, das waren meistens die, die noch diese Reflexion sehr stark hatten. Also die auch verzweifelt sind an dieser, also die hatten diese besondere Empfindlichkeit. Also ich denke da zum Beispiel an Robert Enke oder auch an Chester Bennington oder auch Zombie Boy. Sie waren sehr zerbrechlich und sie hatten sehr viel Anteile, aber sind auch verzweifelt, weil sie da erkannt haben, wie bösartig eigentlich das Umfeld ist. Ich glaube, dass die meisten Stars sich einen Panzer anlegen und das gar nicht wahrhaben wollen, wie falsch und wie bösartig das Umfeld ist, dass sie eigentlich nur benutzt werden, dass sie ausgebeutet werden, dass man immer sozusagen weiter melken will. Ich könnte mir das so, also man könnte das vielleicht so erklären, als wenn eine Kuh eine ganze Aldi-Kette mit Milch versorgen soll. So kommt sich, glaube ich, jeder Künstler vor. Und diese Erwartung wird ja extrem nach oben gepusht. Also zum Beispiel für, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ja, ich mitgekriegt habe, wie Paris Hilton dann, wie das Geld da aus dem Fenster geworfen ist. Wir waren dann in Monaco und dann sollte da unbedingt ein Zimmer gemietet werden, dass sie die Formel 1 gucken kann. Und dieses Zimmer hat 40.000 Euro gekostet. Und ich habe nur gesagt, na, geht's noch, ne? Und es ist aber absichtlich, das ist die Maschinerie, weil man setzt damit automatisch die zu melkenden Kühe sozusagen unter Druck, dass sie nämlich weiter sozusagen künstlerisch tätig sind und das weiter pushen, damit die anderen, die daran partizipieren, ja einfach das Geld kriegen. Und das wird ja immer ein größerer Apparat. Also ich habe zum Beispiel bei Tokyo Hotel erlebt, die waren da gerade 17 oder 18. Da kamen dann zwei Personal Manager irgendwo mit ans Set und es wird dann auch total schizophren, wo man sich dann einfach wirklich nur sagt, sag mal, geht's noch? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Also ich kann mich da an eine Situation erinnern, da sollte dann Eiskaffee geholt werden und dann wurden da 30 Eiskaffee geholt und wir waren gerade mal ein Team von 10 Leuten. Und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr da jetzt für ein paar hundert Euro Eiskaffee geholt? Was soll der Mist? Und der schmolz dann dahin. Und dann haben wir ganz, ganz tolle Sachen ausgesucht für Tom. Und dann ja, musste ich, dann hat er gesagt, ja, das ist aber nicht mein Style. Da habe ich gesagt, hey, komm, das ist eine Top-Stylistin, die wir hier organisiert haben. Ja, aber es ist nicht mein Style. Und dann ist wirklich ein Auto, musste dann noch losfahren nach Düsseldorf, von Hamburg nach Düsseldorf, um die Sachen, die Tom haben wollte, am selben Tag ans Set zu holen. Und das sind so Dinge, wo mir auch immer klarer wurde, man könnte es jetzt ganz einfach sagen, die Stars spinnen. Oder wenn man es nett sagen will, ist, dass das einfach, ja, dass sie einfach so gepusht werden, dass sie sozusagen das Geld einfach verprassen. Und auch nur so kann ich mir erklären, dass so jemand wie Michael Jackson einfach auch pleite war oftmals und immer wieder sozusagen Konzerte geben musste, damit diese Maschinerie wieder daran sich laben konnte. Und dieser Druck hat natürlich viele Künstler auch an den Rand des Wahnsinns gebracht, ne? Und gerade dann so sensiblere Künstler oder Sportler haben da auch extrem drunter gelitten, weil sie das natürlich auch gespürt haben, dass das nicht echt sein kann. Also man hat nur wirklich so zwei Möglichkeiten. Entweder man baut so eine Mauer auf und sagt, so ist es und ist ein klarer Unternehmer, aber verabschiedet sich als intuitiver Künstler. Und das, was rauskommt, ist dann vielleicht manchmal noch gute Musik oder auch gute Kunst, aber es hat nicht mehr diese Leidenschaft, sondern es ist einfach ein Job, es ist einfach ein Beruf, es ist nicht mehr das, wo man spürt, dass die Leute für brennen. Und ja, und ich nenne das immer so rationale Kunst. Und genau, und so könnte ich das beschreiben. Und ich glaube, so stelle ich mir das auch bei Politikern vor. Ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Also, ich glaube, dass Narzissmus jetzt grundsätzlich mal nicht abhängig davon ist, ob man eine hohe gesellschaftliche Position hat.
Aber je höher die Position, desto skurriler, glaube ich, wird das, was mit, sag mal, einer Person passieren kann, die für sich nicht mehr den Absprung zurückgefunden hat. Weil auch Positionen, Ruhm sind natürlich Verführungen. Und das, was im Narzissmus wirklich als Keim ist, ist die Verführung aus seiner inneren Balance, in dieser Zerrissenheit zu bleiben. Das heißt, nicht mehr zurückzufinden in diese Balance. Weil der Narzissmus, so wie ich ihn wo jetzt ausdeute oder seine Wurzel sehe, ist, ich bin zurück in den Mythos. Ich habe jetzt mal sozusagen diese ganze psychologisch-psychotherapeutische Interpretation, auf die man sich gerne beruft, die habe ich mal an die Seite gestellt und gesagt, so, und jetzt schaue ich mir das mal an und vergleiche das mit meinen Erfahrungen. Und ich habe jetzt nicht mit Personen zu tun gehabt, die jetzt einen großen gesellschaftlichen Stellenwert hatten. Gleichwohl hat sie immer etwas ausgezeichnet. Sie wollten immer wer sein. Sie haben immer um Anerkennung gerungen und sie haben dafür einen Preis bezahlt. Und dieser Preis ist im Grunde genommen sie haben sich nicht als Ganzes mitgenommen, sondern sie haben versucht, die Anerkennung über das Benutzen anderer zu bekommen. Egal, ob sie Liebeskäufer waren, egal, ob sie in ihrem Beruf geschillert haben und so. Und wenn sie auf einer Schiene, und das deckt sich mit deiner Erfahrung, und wenn sie in einer Schiene festgefahren waren und verzweifelt waren, dass sie da nicht weitergekommen sind, dann kann man sich an diesen Menschen die Zähne ausbeißen. Und das ist das, wo dann die ganzen Helfeshelfer, die auch in dieser Welt unterwegs sind, und mit dieser inneren Zerrissenheit, die jeder in uns hat, also weil es einfach ein Weg ist, sich seiner selbst bewusst zu werden, denn darauf spiele ich jetzt schon so ein bisschen auf diesen, was ist das Ziel oder was ist die Lösung des Narzissmus, ja? In diese bewusste Eigenliebe zu kommen, heißt nämlich, beide Seiten wieder zu vereinen. Den, der unter Umständen sehr schmerzvolle Erfahrungen gemacht hat, den wir deshalb auch geparkt haben und weggedrängt haben, der was mit unserer Emotionalität zu tun hat. Und diesen rationalen Überbau, der sich gerne auch über die Gefühle drüber stellt und versucht, immer alles zu verstehen. Also wir können Gefühle nicht verstehen. Ja, wenn jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man redet so miteinander und jemand erzählt von Gefühlen, dann sagt der andere, verstehe ich total. Wie fühlst du das jetzt oder nicht? Also wir können nicht unsere Gefühle denken und das ist aber mit uns passiert. Und Menschen, je mehr Druck da drauf kommt, desto skurriler wird das. Ne? Aber der Narzissmus selber ist etwas, was in uns, und deshalb bin ich zurück zum Mythos gegangen. Und der Mythos erzählt die Geschichte von zwei Wesen, die in einer Ungleichheit zusammengekommen sind, also Mann und Frau. Und der Mann hat die Frau vergewaltigt. Das waren jetzt nur mythologische Figuren, Götterfiguren. Aber auch da, das ist kein Moment, den man nicht beachten sollte. Da hat etwas stattgefunden, was nicht auf Augenhöhe war. Und daraus ist Narziss entstanden. Also, Narziss ist das Produkt einer Ungleichheit. Denn das männliche Prinzip, also der Mann, ich habe das aber mal entkoppelt von den Personen, ja, das männliche Prinzip hat sich über das weibliche gestellt. Und dieses Problem haben wir heute immer noch. Also wir haben immer noch die Betonung des Kognitiven, des Verstehenwollens, des Rationalen, des Vernünftigen, der gesunde Menschenverstand. Ja, den müssen wir erstmal wieder bekommen. Und den bekommen wir eigentlich nur, wenn wir anerkennenderweise unsere Emotionalität als ein ganz tiefes Wissen, du betonst immer die Intuition, wenn wir das auf Augenhöhe bringen. Ja? Und ein Narzisst ist im Prinzip in diesem Konflikt zwanghaft gefangen. Also ein Narzisst ist nicht die krankhafte Eigenliebe. Und da möchte ich wieder auch um die Reinheit der Begriffe ein bisschen kämpfen. Liebe möchte ich reinhalten von etwas, was krankhaft sein kann. Wer in die Liebe kommt, ist in der Liebe. Da gibt es die gesunde Eigenliebe, die gesunde Selbstliebe und es gibt auch den Weg in die bedingungslose Liebe als nächste Stufe. Aber Liebe kann nicht krankhaft sein. Punkt. Also haben wir es mit einem anderen Phänomen zu tun, nämlich mit einer Egozentrik, mit etwas, was wichtig genommen werden möchte, was um Anerkennung, um Wärme, um Geborgenheit, um das Gefühl, ich bin so, wie ich bin,
willkommen in dieser Welt. Ich darf mich mal ausruhen. Ich muss nicht immer nach neuen Zielen hechten. Ich muss nicht immer besser sein als andere. Ich muss nicht eine tolle Position haben. Wenn das mal zur Ruhe kommen kann und mal ausatmen darf, so, ist es schön, dass ich da bin. Ja. Dann kommen wir so langsam, dann tauchen wir so langsam auf. Bei uns ist es ja so, also ich habe ja 5 Jahre auf Korsika gelebt und bin dann mehr oder weniger auch bewusst, also ich war damals, würde ich mal sagen, so ausgeglichen wie nie wieder eigentlich in meinem Leben, weil ich einfach, es war einfach total unbeschwert. Man hat keine Nachrichten geguckt, man ist den ganzen Tag Rad gefahren, man hatte Spaß und das Ganze war einfach unbeschwert. Man hatte keine Geldprobleme. Es war, ja, wie soll man sagen, man hat sich eigentlich keine Gedanken gemacht und das Leben war ein Flow. Und also man könnte das so ein bisschen beschreiben wie so ein Surferleben. Bei uns hat es halt auf dem Rad stattgefunden. Und dann kam so dieses, dass ich aber auch gemerkt habe, ich bin zu jung zum Aussteigen. Also ich bin zu jung, um jetzt einfach das als Erfahrung so hinzunehmen und mein Gleichgewicht einfach zu haben. Ich habe schon verstanden, dass ich in den Wahnsinn bewusst hineingehen muss und gucken will, wie weit ich komme. Und ich habe dann ja doch relativ erfolgreich dann meine Jobs gemacht. Ich bin um die Welt gejettet mit meinen Jobs und habe große Jobs machen dürfen und viele große Künstler, Sportler und so weiter fotografiert. Und ich habe auch gemerkt, als wir, vor allen Dingen, als ich die Agentur in München hatte, wir hatten damals so 27 Angestellte, dass ich so echt also es ging immer nur bergauf und es wurde alles immer härter und erfolgreicher. Und man, bei uns ist von BMW bis zu Audi und Telekom, alles Mögliche ist bei uns ein- und ausgegangen. Und man hatte viel Geld und plötzlich war das so abrupt. 2008 ging das dann im Sturzflug plötzlich nach unten nach dem Börsencrash. Das Erste, was gespart worden ist, war Kreativität. Und dann war ich auch kein guter Krisenmanager. Und da habe ich aber auch gesehen, wie mir dann in dem Moment eigentlich das Intuitive im Weg war. Aber ich wusste auch intuitiv, diese Zeit ist jetzt vorbei. Das war eine Erfahrung. Und das war, wie soll ich sagen, das war für mich wie ein Studium der Menschlichkeit, dass ich nämlich auch gemerkt habe, dass das Außenfeld, also mir ist genau dasselbe auch passiert wie Künstlern auch. Deswegen kann ich das auch ziemlich klar beschreiben. Ich war zum Schluss eigentlich nicht mehr fähig, bestimmte Dinge selber zu machen. Ich war am Anfang ein sehr guter Verkäufer und ich habe die Anzeigen selber verkauft. Zum Schluss hätte ich das gar nicht mehr gekonnt. Also ich war praktisch durch mein Team auch dann, man könnte fast sagen, so ein Fachidiot als Leader, der seinen Laden da halt geleitet hat. Und ich habe auch eins gemerkt, und das merke ich und das sehe ich auch bei ganz vielen Künstlern. Hast du Erfolg, sind die Leute und hypen dich. Hast du keinen Erfolg und es geht bergab. In dem Moment hast du die bösartigsten Feinde um dich herum, die dich ausnutzen, die dich auspressen und die alles versuchen, um den letzten Euro aus dir rauszuquetschen. Und das ist natürlich auch die Kehrseite des Promi-Daseins. Ich glaube, das kann jeder Promi auch bestätigen. Jeder hat auch schon eine Down-Phase gehabt und weiß, wie gefährlich diese Down-Phase ist, wie gefährlich diese Menschen werden können, die dann am Anfang vielleicht das Geld verdient haben und plötzlich diesen Anspruch haben und auch nicht mehr das Verständnis, dass das ja auch ein Mensch ist, der irgendwo Höhen und Tiefen hat. Und genau dieser Druck, der ist ja unglaublich. Und ich weiß noch, ich bin oftmals nach Hause gefahren und ich hatte damals eine Schlosswohnung, wir hatten eine tolle Villa und also allen Schwachsinn, den man sich eigentlich nur so leisten konnte. Und ich war unglücklich. So, und und trotzdem kommt man aus diesem Hamsterrad nicht raus. Und ich will das vielleicht noch ganz kurz zu Ende erzählen. Ich habe dann ziemlich lange gebraucht, um einfach auch meinen großen Misserfolg mit der Agentur, weil das ja auch irgendwie mein Traum war. Es ging 10 Jahre nur bergauf und wir haben die tollsten Projekte gemacht. Wir haben wirklich künstlerisch hochgradige Kampagnen gemacht und so weiter. Und es war wirklich das, wofür ich gelebt habe. Aber
Und dann kam die Phase des Fotografierens mit Auf und Ab und mit den Stars begleiten und so weiter. Das war dann eine neue Phase und man hat sich aber auch wieder sehr schnell in diesem Hamsterrad auf eine andere Art wieder reinbegeben. Es war neu, es fühlte sich neu an und trotzdem war es wieder ein Hamsterrad. Und das Verrückte ist, als jetzt im Januar waren wir noch auf Messen und da habe ich noch Vorträge gehalten. Ich hatte noch einen TED-Talk vom Jahr und wir haben eine große Kampagne, eine weltweite für Panasonic gedreht und ich war, wie gesagt, weltweiter Ambassador. Und es war, ich hatte ständig Veröffentlichungen und plötzlich war das so nach Corona abrupt vorbei. Also danach, ich wusste, dieses Kapitel ist vorbei. Ne? Also ich war plötzlich als Künstler von einem Tag auf den anderen auf dem Abstellgleis. Und als ich dann mich mit Ken oben auf das Wohnmobil gesetzt habe, wusste ich, das kann auch richtig schief gehen. Und prompt war ich innerhalb kürzester Zeit alle 10 Sponsoren los. Und wie soll ich sagen? Und trotzdem hatte ich immer eine Vision, dass ich mich loslösen muss und dass ich, ich bin dann ja von Zypern nach Korsika gezogen und auch das in einer Wahnsinnszeit. Container gepackt, Haus geräumt, alles da verkauft, Container nach Korsika geschickt, ohne irgendeinen Ansatz. Und bin jetzt hierher gekommen, ohne dass ich gut Französisch spreche oder scheiß Französisch spreche und ohne dass ich irgendeinen Anker hier hatte und habe es einfach gemacht und weil aus der Intuition heraus. Und jetzt bin ich, jetzt haben wir ein ganz tolles Haus gemietet und also wirklich ein Traum. Also ich im Grunde genommen ist man plötzlich angekommen und plötzlich merkt man, Moment mal, man ist ja doch irgendwie, also irgendwas fehlt. Also dieser ständige hohe Takt, die ständige Job machen, Erfolg haben, Feedback bekommen und plötzlich ist nichts mehr da. Nachts steht man hier, es ist total ruhig. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Schon alleine diese Ruhe ist beängstigend. Dieses in den Tag hineinleben, was andere trotzdem noch als Workaholic wahrscheinlich bezeichnen würden, ist völlig anders und es fühlt sich plötzlich so leer an. Und da spürt man erstmal, wie konditioniert man eigentlich ist durch die Gesellschaft. Also wie Wahnsinn, also was für ein Wahnsinn, auch was für ein Narzisst man selber war. Und jetzt vielleicht die Frage an dich, ist nicht unsere gesamte Gesellschaft als Narzissten erzogen? Also weil das, was wir jetzt über die Stars erzählt haben, das könnte ich jetzt auch über die ganz einfachen Leute erzählen. Also gerade dieser extreme Narzissmus bei den Stars, den erlebe ich auch gerade bei nicht so bei den gemäßigten Mittelstand, sondern vor allen Dingen auch so in der Unterschicht. Auch da gibt es unglaubliche Narzissten, wo sich der Narzissmus komplett anders irgendwo manifestiert hat, in einer unglaublich brutalen Art und Weise auch und auch in einer destruktiven Art. Immer, Sind wir ja. eine Gesellschaft voller Narzissten? Also die Gesellschaft besteht ja mal aus Menschen. Und insofern ist das ein Phänomen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz zurückspringen zu dem, was du gesagt hast, dieses immer mehr. Das ist auch ein weiteres Merkmal von Narzissmus. Und das ist ein unglaublicher Rausch. Nicht? Und dieser Rausch nach mehr verführt ja wieder. Wir kommen wieder auf ähnliche Stichworte. Dieses sich verführen lassen. Und zum Verführen lassen gehören ja auch die um den Star oder um einen anderen Menschen, der schillert, drumherum kreisen. Also, wenn ich mal so von mir ausgehe, ich bin jemand, der erzogen wurde zur Bescheidenheit. Ich bin mit sehr vielen Gaben ausgestattet gewesen. Meine Mutter sagte immer, warum hat der Herrgott dich nicht hässlich auf die Welt gebracht? Du hast eh schon genug. Was macht man so? Was macht man mit so einer Aussage als Kind? Keine Ahnung. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, ich habe zu viel von allem und das ist nicht gut. Also muss ich mich irgendwie reduzieren. Und das ist nur, ich sag mal, nur eine kleine Geschichte. Ja? Da gibt es noch andere Merkmale. Und mit diesem Merkmal bin ich in die Welt spaziert. Ich hatte immer das Gefühl, in mir drin ist ganz viel und das will auch raus. Aber bremst dich,
Es ist zu viel und ich kann mich vielleicht auch nicht entscheiden. Und dann ist so eine Irritation. Man kommt mit sich selbst, ist man in einer Irritation. Und das ist noch ein ganz nettes Wort für das, was Hardcore-Narzissten ausmacht. Ja? Dieses gute Gefühl mit mir selber. Ja, mit mir stimmt alles. Mit mir ist alles in Ordnung. Also so, dass die Gedanken und die Gefühle über mich und mit mir auf einer Augenhöhe sind. Ich fühle mich gut mit mir. Und meine Gedanken zu mir und in die Welt, die sind irgendwie, wie du es beschrieben hast, in einem Flow. Und das ist irritiert oder zerstört oder sehr stark gebrochen. Da gibt's einen Krater dazwischen. Und wenn man als ein Mensch, der dann noch zur Bescheidenheit erzogen wurde, in die Welt spaziert, dann schaut man zwangsläufig immer zu anderen auf. Zwar denkt man sich klammheimlich, das könnte ich vermutlich besser, aber man hat nicht den Mumm. Weil man ist irgendwo so an die Kandare genommen worden, ja. Und das sind dann so gerne die, die sich um den Star ringen und die den natürlich pushen, weil der eigene Selbstwert hängt ja dran. Das heißt, wenn der versagt, habe ich auch versagt. Die anderen, die nicht mit so viel Bescheidenheit ausgestattet wurden, aber die gleiche Kerbe in ihrer Balance zwischen Gedanken und Gefühlen haben, zwischen männlich und weiblichem Prinzip, ja, das Yin und Yang, Animus Anima, die mit einem anderen, ich sag mal, mit einer anderen Sicherheit in die Welt gehen konnten, weil ihr Elternhaus anders geparkt war, die werden dann eher zu den Menschen, die sagen, ich kann das, ich mach das, ich bin das, schauen aber nicht links und nicht rechts. Und wenn je Zweifel aufkommen, dann würden sie nie zulassen, dass ihnen irgendein anderer auf die Schliche kommt. Eher verbiegen sie sich nach links und nach rechts, um diesen Anspruch, den sie für sich gefühlt so und so nie erfüllen können, irgendwie gerecht zu werden. Und da steckt eben da steckt der Teufel im Detail, weil das schreit nach immer mehr Perfektion. Ein Narzisst ist ein auf Perfektion ausgelegtes Wesen. Er will sich auch perfekt im Griff haben. Er will ein perfektes Bild von sich abgeben. Und wenn es nur der perfekte Chaot ist, das klingt jetzt widersprüchlich, aber auch das kann es sein. Es kann auch die perfekte Hausfrau sein. Es kann der perfekte Taxifahrer, verstehst du? Das ist, es geht durch alle Schichten durch. Durch alle. Es das glaube ich auch. Wenn ich, ja, wenn ich jetzt... Ja, genau, wenn ich, genau. Ja, ja. So, sorry. Wenn ich... manchmal ist das so ein bisschen versetzt. Da dachte ich, da wäre jetzt eine Pause und ich kann hier ja, da reingrätschen. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, also gehen wir mal einfach davon aus, dass wir alle Narzissten sind. Wo ist der Anfang des Narzisstentums? Also ich habe da so einen Verdacht. Also ich glaube, dass wir als Kinder die perfekten Wesen sind und dass wir als Kinder sozusagen genau diesen Flow haben, nämlich den Flow, dass uns alles offen steht. Und verrückterweise, so als aus der Beobachtung heraus, habe ich gesehen, es gibt zwei Lebensabschnitte, nee, eigentlich drei Lebensabschnitte, wo dieser perfekte Flow da ist. Am Anfang des Lebens, so ich sage jetzt mal bis 6, 8, 10 Jahre, bis zur Pubertät vielleicht auch. Und dann kommt schon mal so dieser Break, da, wo man wirklich merkt, das Zweifeln und dann kommt die Pubertät und das Zweifeln wird größer. Und dann kommt noch mal so eine Zeit so zwischen 18 und 22, wo jeder dann so aus dieser Schule raus ist, diese Freiheit spürt und dann die ganze Welt offen steht und man selber entscheiden kann, wo die Reise hingeht. Und dann kommt so diese komplette Desillusion. Und vielleicht kommen dann nochmal bei Frauen und auch vielleicht bei Männern, wenn man eine Familie gründet, nochmal so ein kurzes Aufblitzen. Aber das ist schon sehr rational. Da geht es dann auch schon darum, Sicherheit und diese ganzen Sachen. Da ist der Flow schon nicht mehr richtig da. Und ich glaube, dann nochmal bei den meisten Menschen, bevor man stirbt. Weil dann hat man nichts mehr zu verlieren. Man weiß, es ist das Ende und man weiß, man ist am Ende dieses Lebens und es bleibt man wird dazu gezwungen, diesen Flow wieder einzunehmen, nämlich loszulassen.
und praktisch die Dinge sozusagen wieder fließen zu lassen. Vielleicht ist es bei manchen auch nur ein ganz kurzer Moment, vielleicht auch nur dann, wenn der Tod schon eingetreten ist. Aber ich glaube, dieses Loslassen ist auf jeden Fall so ein Moment, der sich nochmal zeigt am Ende des Lebens. Und mein Verdacht ist ganz einfach, dass wir tatsächlich konditioniert werden, und zwar absichtlich konditioniert werden, dass wir aus diesem Flow herausgeraten. Und zwar schon als Kinder werden wir durch, und da bin ich noch nicht ganz schlüssig, genau woran es liegt, aber ich glaube ganz einfach, es liegt hauptsächlich daran, wenn man Kinder füttert, also praktisch mit Wissen, also praktisch ihnen sozusagen nicht die Möglichkeit gibt, autodidaktisch zu lernen, sondern ihnen sozusagen Vorgaben gibt, was sie lernen müssen, dass sie dann das Talent nämlich verlieren, dieses autodidaktische Genie, was in jedem Kind ist, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das praktisch nicht mehr genutzt werden kann. Es geht verloren. Und dadurch kommt dann auch der Zweifel und dadurch kann man Menschen auch besser in ja, eigentlich auch in Kategorien stopfen. Also man kann da auch dieses Ungleichgewicht schaffen zwischen Eliten und ja, weniger bemittelten Menschen. Und ganz selten ist es so, dass mal einer praktisch von der einen Seite in die andere Seite rüberrutscht. Aber meistens funktioniert. Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ich habe mir immer also ich habe ja unheimlich viele Menschen und junge Menschen, die bei uns eine Assistententat oder ein Praktikum gemacht haben. Also ich würde mal sagen, schon mehrere tausend sind durch meine Hände gegangen. Und es war immer so, dass gerade die, die studiert haben, die unfähigsten waren. Es waren meistens die Revoluzer, diejenigen, die bockig waren und die, ja, die quergesprungen sind, das, oder von Schulen kamen, die nicht konventionell waren. Die haben so ein bisschen diesen Spirit noch gehabt. Also die, die einfach ausgeschieden sind aus diesem gesellschaftlichen Raster. Und aus denen ist meistens auch dann ja, etwas Besonderes geworden in jeglicher Art. Ich betrachte das mehr so als etwas Prinzipielles. Also du bist, glaube ich, sehr optimistisch, wenn du sagst, man hat so bis 10, bis zur Pubertät den Flow. Also ich hatte ihn nicht. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, wenn ich nochmal zurück in den Mythos gehe. Es ist etwas, was als Saat in uns veranlagt ist. Ich würde nicht sagen, jeder ist Narzisst. Aber die Auseinandersetzung eines Menschen mit einem inneren Ungleichgewicht, das ist jedem gegeben. Denn wir übernehmen ja auch spirituelle Themen von unseren Eltern. Und wir kriegen ja als Seele ganz viele Aufgaben mit, die wir erstmal in einem Leben gar nicht zuordnen können, sagen, warum misslingen mir die Dinge? Also man fühlt diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung geht ja oft unglaublich auseinander. Und ich glaube, dass das sehr komplex ist. Und dieses Ungleichgewicht, wenn wir es mal auf das Einfache reduzieren, nämlich wir haben einen männlichen Anteil in uns und einen weiblichen. Und dieser weibliche Anteil, das Empathische, der Zugang, zum Mitgefühl, die Herzlichkeit, überhaupt das Wissen unseres Herzens. Wir haben ein ganz starkes Wissen in unserem Herzen. Wir Genau, wissen das glaube ich auch. Dinge. So. Und damit sind wir ja im Grunde genommen alle sehr schöpferisch, weil es nichts Kognitives ist, sondern wenn wir unser Wissen von unserem Herzen nehmen, dann docken wir im Grunde genommen an die große Weisheit des Lebens an. Deshalb sind die Künstler ja auch so angreifbar, weil sie dieses Tor immer so offen haben, ja. Und wenn Sie jetzt in diesen Push kommen, sich für eine Seite entscheiden zu müssen, weil von der rationalen Druck ausgeübt wird, dass sich das in der vom kognitiven gewünschten Seite zu entfalten hat, dann sind wir hier in einer Spaltung drin. Und früher, als noch, sagen wir mal, die Gewalten der Welt, also Krankheiten, Naturgesetze, die haben im Prinzip dieses Gleichgewicht, dass der Mensch alles kontrollieren will, dass das Kognitive auch das Emotionale kontrollieren will, das Spirituelle kontrollieren will,
das hat das im Gleichgewicht gehalten. Dadurch, dass wir immer mehr uns auf, ich sag mal, auf eine Seite geschlagen haben, nämlich die Kontrollmechanismen zu verschärfen, im Sinne von, lass uns mehr Sicherheiten haben, lass uns alle Nahrungsmittel zu jeder Zeit, zu aller Uhrzeit über die ganze Welt verteilt haben. Ja? Wir sind nicht mehr an die Gezeiten gebunden. Wir haben uns immer mehr von der Schöpfung, vom Leben entkoppelt. Und das ist narzisstisch. Das basiert darauf, dass wir diesen Lebensrhythmus nicht achten, sondern meinen, wenn wir ihn kontrollieren, führen wir ein besseres Leben. Und der Narzisst ist ein Wesen, was in sich gespalten ist. Denn die Geschichte von Narzisst besagt, er sucht die Selbstliebe in seinem Ebenbild. Er kann sich mit keinem Gegenüber verbünden. Er lehnt sowohl weibliche Gefährten ab als auch männliche Gefährten. Er missachtet das Gegenüber. Wenn ich, Und ja. er stirbt im Prinzip auf diesem Weg. Ja, also Theresias, der blinde Seher, und lass mich das bitte noch ausführen. Ich finde das nämlich so fantastisch. Dieses Mythologie spricht ja in Bildern und mich hat das im Herzen erreicht. Theresias ist ein geblendeter Weiser. 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 Ja? Weiser. So. Und Theresias hat aber in der Mythologie zwei Leben hinter sich. Eine als Frau und eine als Mann. Und dann ist er geblendet worden. Und wie sagte Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das ist kein Zufall, diese Komponenten. Das heißt, die Weisheit seines Herzens sagt, wenn du das versuchst, auf einem schnellen Wege herauszufinden und diese Selbstliebe nur in dir selbst versuchst, also dieses, du wirst geblendet von dem, was du da suchst, ja? Und du missachtest dein Gegenüber, das dir eigentlich den Spiegel gibt, dann wirst du es nicht schaffen. Du Da wirst sind wir ja auf. bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? Dass wenn dir Ja. nämlich das Spiegelbild fehlt, und das fehlt ja praktisch einer Angela Merkel oder auch einem Spahn oder einem Söder, dann wirst du sozusagen blind und geblendet. Das Genau. hast du, also da kann ich nur zustimmen, und wo ich dir auch zustimmen kann, und das ist ja die Idee des Project for Veers, nämlich die Erkenntnis, dass wir in totaler Disbalance sind zwischen rationalem und intuitivem Handeln, fühlen und denken. Und wir müssen das vielleicht, oder deswegen würde ich das auch ganz kurz mal ganz gerne beschreiben. Das Intuitive ist ja etwas, was sozusagen das alles ist. Dass sozusagen, es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht über das Intuitive entstanden ist. Jeder, also am Anfang ist immer erst der Gedanke, dann ist sozusagen die Manifestierung, indem man es vielleicht aufs Papier schreibt oder einfach darüber kommuniziert, dass dieser Gedanke da war. Und dann kommt die Umsetzung. So funktioniert im Grunde genommen auch Visualisierung. Also als Künstler weiß man das ja. Man hat eine Idee, die ist verrückt. Man schreibt sie aufs Papier und dann macht man sich an die Arbeit und realisiert sie. Und kommuniziert sie auch schon, also beim Kommunizieren fängt man sozusagen schon an, die Hürde sozusagen zu überspringen und muss auch bereit sein, als Spinner sich titulieren zu lassen. Und dann kommt, wie gesagt, die Umsetzung und in dem Moment fängt der rationale Part an. Das heißt also, dann versuche ich es sozusagen in die Welt zu bringen und auch in der Welt zu belassen. Und dann fängt sozusagen das Geschäftemachen an, das Lob, die Anerkennung für das, was ich geschaffen habe. So, und wenn man jetzt einfach mal guckt, und das ist ja das Verrückte, wenn wir jetzt einfach vielleicht mal so ein paar Jahrzehnte vorausgucken, und das ist ja so das Ziel, oder das könnte ja zum Beispiel auch jetzt gerade in dieser Krise das Ziel von einem Bill Gates sein oder auch die Strategie des World Economic Forum in der Schweiz, dass wir nämlich jetzt sozusagen einen Quantensprung in die Digitalität gemacht haben. Und was ich einfach dabei, oder machen, also praktisch in die vierte digitale Revolution und praktisch alles beherrschbar werden soll. Die Sicherheit soll beherrschbar werden, die Krankheit soll beherrschbar werden, das Leben soll beherrschbar werden, also auch der Tod. Und der Mensch soll sozusagen zwischen Mensch und Maschine, die Autos sollen selbstständig fahren, Alexa soll überall rumquaken und die Sachen
schon einem von den Augen ablesen, wenn man diese blöde Box bei sich zu Hause hat. Also das heißt, der ganze Wahnsinn wird sozusagen zu einem Totalwahnsinn. Und das, was wir jetzt gerade erleben, diese totale Spaltung der Gesellschaft, ist auch eine Spaltung, nämlich der Menschen, die total rational sind. Und jetzt kommt nämlich, glaube ich, das, was auch so verrückt ist, dass es hauptsächlich auch die Leute sind, die kopflastig arbeiten. Also Leute wie Ärzte, Professoren, Politiker, weil sie sozusagen sich in diese rationale Welt halt auch begeben haben. Und der andere Teil, der skeptisch ist, den würde ich eigentlich im Moment zumindest ein bisschen mehr so beschreiben, dass es Leute sind, die spüren instinktiv, da stimmt irgendwas nicht. So, und wenn man jetzt einfach nochmal so auf die ganzen Statistiken guckt und so weiter, jeder Depp, der jetzt irgendwo ein bisschen eins und eins zusammenzählen kann, der muss einfach sagen, wir sind hier auf einem totalen Schwindel, der hinten und vorne einfach, wie soll ich sagen, wo alles unstimmig ist. Und es wird uns verboten, über diese Unstimmigkeit zu reden. Und es wird uns verboten, mit den intuitiven Menschen, die das spüren, dass da eine vernünftige Konservation stattfindet. Und das ist ja eigentlich das Verrückte, ne? Darf ich kurz einhaken? Also ich kenne das auch sehr gut. Wenn ich der Wahrheit auf der Spur war, dann wurde mir gedroht. Was Also war dann? dann wurde mir gedroht. Ach so, ja. Und das habe ich im Studium erlebt. Also im Studium war ich schon quer. Ich habe es beim Fernsehen erlebt. Da war ich auch schon quer. Es wurde immer gedroht. Immer wenn einer gesagt hat, aber hier stimmt was nicht. Aber das ist meine Meinung. Dann wurde einem gedroht. Und zwar ganz massiv, so nach dem Motto, wenn du nicht meinen Weg gehst, dann wirst du untergehen. Also, es war immer ein Damoklesschwert über mir. Und ich glaube, dass die rational sind, die machen ja eins, Kai. Die glauben nicht, dass ihre Gefühle ernst zu nehmen sind, dass die eine eigenständige Aussage haben. Auch das Intuitive. Und dass die natürlich Angst haben, ist nur eine logische Konsequenz. Wohingegen die Tür zu ihrer Emotionalität offen gelassen haben, die dafür in Kauf genommen haben, immer Quertreiber zu sein, die in Kauf genommen haben als Spinner, als der passt irgendwie nicht so richtig dazu. Ja, die sind so schillernd, die sind verrückt, aber die passen nicht dazu. Die haben die Tür zu ihrer Emotionalität offen gehalten. Egal, ob sie eine schwere Kindheit hatten oder ob sie schon immer damit kämpfen mussten, Anerkennung für ihre eigenen Gedanken und Gefühle haben zu dürfen, die haben die Tür nicht zugemacht und Aber gesagt, wenn man ich jetzt kann mal nicht. guckt, wenn du das so sagst, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber wenn nur ganz kurz, wenn ich das jetzt so höre, dann frage ich mich, okay, es sind ein paar wenige Künstler übergeblieben. Also mir würde Xavier Naidoo, Nena und der Wendler einfallen, die jetzt einfach, und ein paar, die nicht ganz so bekannt sind. Ich sage jetzt mal eine Handvoll. Aber gerade die für dieses Kreative, für das Intuitive, für die Intuition auch eigentlich stehen müssten, die philosophisch hochgradig spannende Texte geschrieben haben, die immer gesagt haben, wir sollen aufpassen, die Ja, sind weg, die sind nicht da. frage ich mich auch, wo die sind. Also ich bin ja jetzt selber mit meinem Telegram-Kanal Kultur steht auf mit Persönlichkeiten verdrahtet. Die kommen jetzt eher aus der klassischen Musik. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel mit Sarah Bennett, ich weiß nicht, ob du die kennst, Ja, sie? Sarah Bennett. Ja, vom Namen her sagt mir das schon. Ja, gut. Okay, der ist jetzt nicht nur rein klassisch, sondern sie ist wirklich eine ganz schillernde Sängerin. Und die habe ich ganz spontan am Telefon gehabt. Das war auch ein totaler Flow. Es hat einfach sein sollen. Ja, ich habe eine Nummer rausgefunden, habe die angerufen und dann war sie direkt dran. Und sie hat sich direkt Zeit genommen und sie hat es auch beschrieben, wie du und wie ich das auch wahrnehme, dass auch durch die Kultur geht ein Riesenriss. Und ich habe dir das auch schon im Vorfeld zu unserem Gespräch heute Abend gesagt, ich bin mit Roland Ruppers über viele, viele Jahre, ich war nämlich auch in München, befreundet und
Wir haben jetzt noch ein ganz anderes Thema auf dem Schirm, nämlich dass auch die Kultur natürlich benutzt wurde. Denn was sich, als ich habe Theaterwissenschaften studiert und ich habe mich regelmäßig angelegt, weil ich mit einer bestimmten Art der Inszenierung nicht klargekommen bin. Ich habe und das hat ja noch ganz andere Blüten getrieben, also die Perversion, die zum Teil auf den Bühnen stattfindet, wo wir uns immer sozusagen ja von einer bestimmten Thematik loslösen wollen, kriegen wir da den ganzen Schmutz wieder hingeliefert. Also da frage ich mich wirklich, wo ist dieser Auftrag, dass Kultur Seelennahrung sein soll? Und es gibt ja Regisseure, das Regietheater hat ja Einzug gehalten, die ganz bewusst auf diese Tradition, dass es etwas Schönes, etwas Bedienendes, etwas Nährendes sein soll, gespuckt haben, gesagt haben, nee, wir wollen was ganz anderes machen. Also das ist sehr, das möchte ich nochmal genauer beleuchten, weil auch die Kultur ist, das geht mir jetzt auf, das heißt, ich bin selber noch in einem Prozess, mir klarzumachen, wo überall der Narzissmus seine Formen gefunden hat, und er hat sie auch in der Kunst gefunden, ja, denn es ist ein Menschproblem, es ist eine Menschaufgabe, möchte ich mal sagen, ich will nicht sagen Problem, es ist eine Menschaufgabe. Der Narzissmus bringt uns ein Geschenk, nämlich diese, darf ich das noch ganz kurz? Ja, klar. Und das Geschenk des Narzissmus ist, zu einer gesunden Form der Selbstliebe zu kommen, die, wenn wir darin ganz Platz genommen haben und uns anerkannt haben, also in einer Form von bedingungsloser Selbstannahme, mit allen Ecken und Kanten, mit allem, wo wir getrieben waren und wo wir uns aber auch wieder gefunden haben, mit kognitiven Vorzügen, mit emotionalen Weisheiten, wenn wir uns da ganz Platz genommen haben, ich sag mal, in einer guten Ego-Hülle, dann können wir diese auch transzendieren und sagen, jetzt kann ich auch in die bedingungslose Liebe gegenüber anderen kommen. Aber ich kann mein Ego nicht überspringen und sagen, ich versuche gleich mein ach so schlimmes Ego zu überspringen und gleich in etwas anderes zu kommen. Das sind auch verkappte Narzissten. Weil das Ego ist wie unsere Körperhülle etwas, über das wir lernen dürfen. Und der Narzissmus ist keine, ich sag mal, nichts, was wir nicht überwinden können. Wir können es nicht bekämpfen, sondern wir können uns unabhängig davon machen, indem ich sage, es ist in Ordnung. Ich kenne diese Verführbarkeit von mir. Ich kenne dieses Ziehen nach, ich will mehr, ich will die Position oder ich will glänzen, ich will schillern, ich will eine. Dieses Drängende, was mich aber auch ganz schnell emotionslos werden lässt, ob mir das überhaupt noch gut tut, ob ich da überhaupt noch bei mir bin, ob ich da nicht vielleicht eine Regulierung brauche. Ja? Und ich glaube, dass es uns in diese Bewusstheit über diese Möglichkeiten bringt. Du hast ja vorhin Mythen halt zitiert. Ich würde da vielleicht ganz gerne mal Siddhartha zitieren von Hermann Hesse. Siddhartha ist ja mit seinem Bettelmönch da durch die Welt gezogen und dann haben sie einen Erleuchteten gefunden, einen erleuchteten Mönch, und dann hat Siddharthas Freund gesagt, du, hier können wir die Erleuchtung finden. Und Siddhartha hat gesagt, nein, das ist nicht mein Weg. Die Erleuchtung muss ich selber finden. Und dann ist er ja in das normale Leben gegangen und er war ja Bettelmönch und ist dann zu einem Kaufmann gekommen. Und dieser Kaufmann hat ihm die Möglichkeit gegeben, Geschäfte zu machen. Und da er ja Bettelmönch war, konnte ja nichts verlieren. Also war er natürlich der beste Kaufmann, der man sein kann, weil ihm bedeutete das nichts. Aber irgendwann war er halt auch so in diesem Geschäft drin und wurde vereinnahmt sozusagen von dem normalen Leben und hat noch eine Prostituierte geheiratet, wenn ich da so richtig erinnert bin. Und dann ist er irgendwann aus der Stadt geflüchtet, hat sich an den Ganges gesetzt und hat den Ganges beobachtet und wollte sich eigentlich in den Ganges stürzen und das Leben nehmen. Und dann hat der Fluss, der fließende Fluss hat ihm die Erkenntnis gegeben, dass nämlich alles sozusagen, das ist der Weg zur Erleuchtung. Und in dem Moment war er erleuchtet. Also in dem Moment war er Buddha. Und was ich so toll finde an dieser Geschichte ist, dass wir vielleicht auch so als Menschen verstehen können. Und vielleicht ist das einfach auch so eine schöne Auflösung so für dieses Gespräch. Alles hat seinen Sinn und jeder Moment, den wir auch zwanghaft erlebt haben, auch als Egomane, auch als
ja, als Narzisst, wenn wir es irgendwann loslassen, und das ist natürlich vielleicht diese Voraussetzung, dann haben wir die Chance, zur Erkenntnis zu kommen, dass es nämlich alles sozusagen einen kurzen Sinn hat. Wenn ich das jetzt gesellschaftlich sehen würde, dann würde ich das einfach so beschreiben, dass wir diesen, ja, diesen totalen Narzissmus, der ja unglaubliche Konsequenzen auch in der dritten Welt hatte oder auch in anderen Bereichen, auch natürlich in Deutschland. Und denke dann nur an Menschen, die für Hungerlöhne arbeiten, aber auch, ja, auch das Tierwohl oder auch die Pflanzen. Also wir haben ja alles sozusagen misshandelt, ne? Und der Narzissmus hat ja sozusagen die ganze Welt als Geißel benutzt. Und ich denke immer so, es ist die größte Chance, die wir so als Menschen haben, in diesem Moment aufzuwachen und zu sagen, okay, das Leben wird sich jetzt radikal verändern, aber es bereinigt sich sozusagen das Schlechte. Und wir haben die Chance, etwas Gutes daraus zu machen, wenn wir nicht in die Falle der rationalen Menschen, die in Angststarre und panisch vor Angst sind, sondern dass wir einfach sagen, das Leben ist ein Flow und wir sollten den Flow leben und wir sollten jetzt auch das als Schule des Lebens sehen, ne? So könnte ich das vielleicht so ein bisschen beschreiben. Also ich sehe die gerade momentane Situation auch als Riesenchance. Und ich glaube, dass wir die auch jetzt gerade für uns zumindest mal nutzen, auch wenn es extrem hart ist. Also ich merke gerade, das ist nicht einfach. Also wir, ich, also ich bin überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Also keine Ahnung. Also ich habe mich auf eine Reise zum Mars begeben. Und zwar auch eine Reise, die man so, und das kann ich aber trotzdem nur auch jedem empfehlen, also jedem unserer Zuschauer, denn wir tragen ein riesen schweres Paket mit dieser Situation mit uns herum, ob wir es wollen oder nicht. Ich glaube, die Situation nimmt uns alles an Identität, was wir so in den letzten Jahren aufgebaut haben als Demokraten, die Sicherheit, dass eine Demokratie funktioniert, die Sicherheit, dass ein Gesundheitssystem funktioniert, die Sicherheit, dass eine Gesellschaft funktioniert, die Sicherheit, dass man in Frieden und Freiheit leben kann, die Sicherheit, dass man in etwa weiß, was in der Zukunft passiert. Jegliche Sicherheit wurde wie ein Teppich, unter den Füßen weggezogen. Und ich glaube, jeder Mensch, der jetzt nicht spürt, dass das eine unglaubliche Kraft bewirkt hat und auch einen unglaublichen Druck ausgeübt hat, der hat komplett noch nicht die Vernabelung zu seiner Intuition wieder. Denn es muss diesen Effekt eigentlich auslösen, dass wir eigentlich alle jetzt erstmal reflektieren und einfach mal gucken, wie können wir uns loslösen von dieser Fratze des Bösen? Und ich Also glaube, es ist ja der freie Fall. Es ist ja der absolut freie Fall. Ich glaube, wenn wir und dieser freie Fall kann nur aufgefangen werden, wenn wir uns mit uns selbst wieder verbünden und sagen, es gibt irgendetwas, also bei mir war es, ich habe schon viele freie Fälle in meinem Leben erlebt. Dieser ist sehr, sehr massiv, weil ich auch nicht nur für mich alleine falle, sondern ich habe einen kleinen Sohn. Und das löst auf dieses Gefühl, auch ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit. Und auch ich denke, komm lieber Sohn, wir haben einen riesen Fallschirm hinten an unserem Rücken dran und wir fliegen jetzt. Wir wissen nicht, wo wir landen. Ich suche auch noch eine Wohnung. Also bei mir wackelt so viel an meinem eigenen Leben, unabhängig von dem, was jetzt gerade noch ist und was es nicht gerade einfacher macht. Ja? Und da falle ich in mich hinein und sage, weißt du was? Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ich habe in den dunkelsten Stunden, das nennt man ja die dunkle Nacht der Seele, ja, wo man wirklich daran denkt, sich das Leben zu nehmen, weil man das Gefühl hat, es gibt keinen Weg. Es gibt hier keinen Weg und keinen Platz und ich habe auch keine Kraft mehr, mich dafür einzusetzen, einen Platz zu finden. Und dann plumpst man da so tief in sich rein und sagt, irgendwann kommt da so ein Licht und es sagt, und es geht doch weiter. Das ist Dann ja hat das man auf Fantastische, einmal ne?
das ist so eine Brücke über diese Kluft. Weil dann hat man eigentlich diesen schmerzvollen, emotionalen Teil die Hand gereicht, nämlich dem, der Angst vorm Versagen hat, dem, der Angst vor der Identitätslosigkeit hat, wo diese ganzen alten Ängste, die irgendwann mal begonnen haben, gelegt wurden, die man mitbekommen hat auf seiner Reise. Und dann schaut man da rein und sagt, guck mal, und mit diesen schlimmen Gefühlen kann ich doch weitergehen. Mein Kopf hat mir jetzt nicht geholfen, sondern die Ruhe ist einfach anzuschauen. Ja, und ich, wenn ich mit meinen Leuten hier arbeite, dann bitte ich die zum Beispiel immer, das aufzumalen. Und das ist eine Integration. Ich glaube, wenn wir das jetzt schaffen, ein Bild auch von dem zu malen, was uns vielleicht in einem Moment schreckt, dann haben wir können das, also wir können es nicht hinter uns lassen, weil es wird uns begleiten. Dem Moment, wo wir es uns aber an die Seite holen, kann es uns nicht mehr von hinten anspringen. Denn das ist das Allerschlimmste, dass ich mich ständig umdrehen muss, um zu gucken, was kommt denn von hinten, was ich nicht sehe. Ich habe die Lage nicht im Griff. Und wenn ich es mir an die Seite hole, sage ich, weißt du was, ist meine Angst. Wir gehen hier, wir schaffen das, ich habe das überlebt. Und dann bilde ich auf einmal eine Einheit, die so viel Kraft aufbringt, dass sie sagt, ich weiß nicht, wie du sagst, wie es weitergeht, aber ich weiß das. Und Das ich ist, bin stark. ja, ich glaube, das ist, denke ich, auch einer der wichtigen Dinge, die wir jetzt in dieser Zeit auch brauchen. Also ich kann mir ganz genau vorstellen, wie sich damals die DDR-Bürger gefühlt haben, als man ihnen nämlich ihre Identität weggenommen hat. Frau Merkel hat es vielleicht auch, keine Ahnung, also ich kann dieser Frau nichts Gutes abgewinnen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass das fast wie eine Retourkutsche ist. Aber eins ist eine Tatsache, diese Identität, also diese gesellschaftliche Identität, dieser Sicherheit, dass man weiß, wo man steht, die ist im Moment wirklich genommen und die hinterlässt eine unheimliche Leere und vor allen Dingen auch eine unheimliche, also ich muss mal ganz klar sagen, also die Politik, die jetzige Politik, die 16 Jahre Angela Merkel haben ein schlimmstes Chaos hinterlassen durch purste Rationalität und durch schlimmsten Narzissmus. Und der schlimmste Narzisst, der jetzt noch hinten dran steht, das ist Söder, aber gleich danach kommt dann auch Herr Merz und auch Herr Spahn. Also das Schlimme ist, dass die Politik, also die jetzt praktisch warten, nicht die Heilsbringer sind und nicht die Veränderung, sondern eigentlich noch größere Narzissten, die praktisch durch das Werk von Angela Merkel hervorgebracht worden sind. Und das Allerschlimmste ist, dass wir eins nicht verstehen, dass wir eine Gesellschaft von Problemaussitzern haben. Das heißt also, Frau Merkel hat es vorgemacht, Kohl hat es in den ersten Ansätzen so vorgemacht, aber Frau Merkel hat es in die Perfektion getrieben. Das ist, Probleme auszusitzen. Probleme einfach zu ignorieren und sie einfach auszusitzen. Und das ist für mich eigentlich die purste Art des Narzissmus, nämlich der absolut fehlenden Reflexion, dem Gegenüber sozusagen mit Ignoranz die Dinge sozusagen einfach zu ignorieren und sie auszusitzen. Und wenn ich das einfach mal gesellschaftlich sehe, dann sind wir eine Gesellschaft in der Angela Merkel-Zeit geworden, die den Narzissmus eigentlich ins Abstrakte geführt hat. Und das finde ich eigentlich das Positive daran, dass das jetzt ein Ende hat. Denn es wird so oder so ein Ende haben, weil auch wenn jetzt für kurze Zeit vielleicht die Gesellschaft in diese Richtung weiter rationalisiert wird, spätestens dann entsteht sozusagen Vakuum und ich glaube ganz fest daran, dass das den jetzigen Eliten auf die Füße fallen wird. Wollen wir mal ganz kurz über die Zukunft reden? Also wie. Weil ich möchte das Ganze, und das ist ja auch immer so das Ziel dieses Formates, wie können wir unseren Narzissmus auflösen? Wie können wir glücklich werden,
und uns unabhängig machen, möglichst unabhängig machen von diesen Gegebenheiten, in denen wir jetzt sind. Also es gibt ja praktisch für jedes System, auch in der schlimmsten Diktatur oder auch im schlimmsten kommunistischen Regime, gab es immer Möglichkeiten, wie man sich sozusagen dieser Sache entzieht. Es war natürlich schwierig und es sind auch Menschen natürlich auch dabei draufgegangen, aber trotzdem gab es immer eigentlich so Möglichkeiten der Glückseligkeit in jeder schwierigen Situation. Wie können wir das schaffen, unseren Narzissmus aufzulösen und wie können wir es schaffen, die Glückseligkeit in einer unruhigen Zeit? Also wie können wir das Ganze als Chance begreifen? Du, ich knüpfe einfach mal an, was ich eben schon gesagt habe, nicht? Also jeder wird hier in einer bestimmten Art und Weise einen Fall erleben. Also einen tiefen Fall oder einen Fall mit sich selbst, indem er seine Angst existenziell, wie geht es weiter, was macht noch Sinn für mich, indem er seiner Wut begegnet, das empfehle ich auch jedem. Und Menschen, die das Gefühl haben, dass sie sich das nicht alleine zutrauen, die sollen sich bitte eine Wegbegleitung suchen. Und sagen, was es mit mir macht, jetzt herauszulösen und nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, das war zumindest mein Weg. Ich habe mich lange bemüht, in Balance mit Narzissmus zu kommen, in unmittelbarer Nähe. Es ist nicht möglich. Also blieb nur der Weg daraus. Und das bedeutet erstmal einen tiefen Fall. Man hat nämlich alles, an was man geglaubt hat, alles, wo man seine Kraft hineingelegt hat, wofür man auch vielleicht noch gekämpft hat. Das muss man erstmal wie eine Art persönliches Scheitern akzeptieren. Und dann kommt vielleicht auch so ein Gefühl von Enge und Hilflosigkeit. Also eng, wo geht es jetzt eigentlich für mich hin? Und ich glaube, es ist gut, sich auch diesen Gefühlen zu stellen, weil wir sind ungeübt da drin. Und die Lösung liegt darin, dass wir uns darin üben, nicht jetzt vor diesen Gefühlen davonzulaufen oder uns das vielleicht sogar den Eindruck zu haben, es ist nebensächlich, ich muss jetzt nicht mit meinen Gefühlen da in Einklang zu kommen. Narzissmus ist genau aus dem Grund entstanden, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben, weil wir nicht auf die Weisheit unserer Gefühle oder auch unserer gesamten Emotionalität ge gehört haben, nicht? Also wenn ich weiß, wovor ich Angst habe, dann kann ich auch dann kann ich mein inneres Lot auch anders einstellen. Gerade die Intuition, das, was mir den Weg weist, ist so wichtig. Und das kann ich nicht wahrnehmen, wenn ich immer nur auf den Kopf höre und wenn ich auf den Kopf höre, der meine Gefühle deuten will. Also der erste Rat für jeden Einzelnen ist, ich kann nicht an eine Gesellschaft, an eine Masse, an ein System sprechen, sondern ich kann nur den Einzelnen, jeden Einzelnen, jeder Einzelne ist im Prinzip ein Licht. Und wir sind sehr, 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 sehr viele. Und wann sich jeder auf seine Reise macht, das ist, glaube ich, auch im Flow. Ich glaube, dass das Leben nicht sagt, oh, jetzt hast du den Zug verpasst, es ist zu spät. Nein, das ist etwas, was wir rational bewerten. Ich glaube, jeder, der sich angesprochen fühlt, vielleicht noch fünf Kreise um das Thema dreht und sagt, habe ich ein Problem mit Narzissmus? Vielleicht sind es auch nur die Menschen, die sich falsche Hoffnung gemacht haben von einem System. Ja, also wie ich auch. Ich war nicht der Narzisst, der andere unterdrückt hat, sondern ich habe von Narzissten gelebt, weil ich durch sie das Gefühl hatte, mehr wert zu sein, und so weiter. Vermutlich habe ich auch narzisstisches Potenzial. Wenn ich das leugnen würde, wäre ich schon auf dem Weg dahin. Also es gilt darum, einfach mit sich in die Innenschau zu gehen und dass sich auch Menschen an die Seite zu holen, die das verstehen können. Die sagen, ja, lass uns gemeinsam über unsere Ängste reden. Lass uns gemeinsam über unsere Emotionen reden, die wir jetzt haben. Vielleicht auch die Menschen, die sich viel jetzt im Widerstand bewegt haben und müde geworden sind, die vielleicht auch schon verzweifelt sind und sagen, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Verstehen die uns da oben nicht oder so, nicht? Also auch die kommen vielleicht an einen Punkt. Und wenn man an diesen Punkt gekommen ist, dann öffnet man sich für die Kreativität von einem neuen Weg und sagt, so, können wir vielleicht ein neues Schulmodell in die Welt bringen, nämlich eine freie Schule, ein freies Schulsystem. Der nächste sagt, oh, was können wir denn mit der Kultur noch anfangen? Wie können wir der denn einen neuen Nährboden geben? Ich bin zum Beispiel jemand, der hat einfach weiter angefangen zu schreiben, gesagt, okay, ich war eigentlich an einem ganz anderen Thema dran. Ich wollte eigentlich tatsächlich über die Liebe schreiben und jetzt bin ich beim Narzissmus gelandet. Und irgendwie denke ich, es hat auch einen Sinn. Ich weiß auch nicht, wo meine zukünftigen Geldgeber herkommen.
ich vertraue dem Leben. Dieser tiefe Fall, auch das kann man ja wunderbar auch visualisieren für sich, weil du sagst ja zu Recht, wir sind Geistwesen. Sich vorzustellen, dass wir dem Leben die Hand reichen, nicht irgendwelchen Systemen, nicht irgendetwas. Diese Geisteshaltung, um diesen Wandel geht es. Um diesen Wandel, ich gebe dem Leben die Hand, das Leben führt mich, damit knüpfe ich mich ja eigentlich an eine sehr hohe Intelligenz an. Die Intelligenz, die diesen Planeten geschaffen hat, diese Intelligenz, die jeden Künstler heimsucht, die Intelligenz auch die andere Menschen heimsucht, die vielleicht tolle Erfindungen gemacht haben oder die einen guten Riecher für Geldanlagen haben. Ich will das nicht verteufeln. Alles, was mit Geld zu tun hat, ist nur narzisstisch. Es kommt immer darauf an, ob ich noch auf mich selber draufschauen kann und mich selber reflektieren kann. Das heißt, ich bin in einem Bewusstsein über mich oder bin ich total angehaftet an alles. Denn die Anhaftung wird auf Dauer zu einem Problem. Wenn ich mich dauerhaft an etwas dranhefte, was so sein und bleiben muss, dann klebe ich dann sozusagen, klebe ich mich selber an narzisstischen Strömungen fest, aus denen wir jetzt zwanghaft rausgerissen werden. Das heißt, die Gesellschaft war vorher wahrscheinlich schon nicht sehr kohärent. Und jetzt zeigt sich, wer über die Jahre schon vielleicht in neuen inneren Bewegungen war und gesagt hat, nee, ich muss mich davon lösen. Menschen, die, und jetzt komme ich auf ganz pragmatische Beispiele, angefangen haben, Wasser nicht mehr aus Plastikflaschen zu trinken. Menschen, die angefangen haben, sich zu beschäftigen, wie sie ihre Räume anders heizen können, anders isolieren können, wo sie andere Nahrungsmittel herbekommen, oder sie zumindest in einer Mixtur. Du hattest mal in einem Video auch über Kleider gesprochen. Also all dies ins Bewusstsein zu bringen, um sich aus das, was die Verführung immer darstellt, kauf's bei mir, ich bin billig, ich bin günstig, wir schmeißen Klamotten weg, wir schmeißen Essen weg. Dieser ganze Konsumentenwahn baut ja auf diesem ständigen Mehr auf. Diese Menschen sind schon bewusst in eine Reduktion gegangen. Und das ist ein wichtiges Stichwort. Als, was kann ich tun? Die Darf ich dir da Glückseligkeit. mal, ja, darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil ich finde das ganz wichtig, weil mir ist ja gerade ein Gedanke gekommen. Wir reden ja die ganze Zeit über Flow. Und wenn ich jetzt die jetzige Zeit beobachte, dann sehe ich den Gegenteil von Flow. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir Vertrauen haben ins Leben und Vertrauen, dass wir sozusagen uns neu erfinden in einer neuen Welt, neu erfinden und uns auch neu zurechtfinden, dann ist es völliger Schwachsinn, Angst vorm Leben oder auch vorm Tod zu haben. Denn das, was jetzt gerade passiert, dieses krampfhafte Festhalten über die Dinge, die man sich ins Gesicht schiebt oder über den Abstand, also wir entmenschlichen, das Leben. Und mir kam da vorhin die ganze Zeit ein Gedanke, und damit ich den auch nicht wieder verliere, das Böse oder das Destruktive, ich würde es nicht das Böse nennen, sondern ich würde es das destruktive Rationale, der totale Narzissmus, der ist diesmal nicht in einer Uniform gekommen. Also nicht in einer Nazi-Uniform, er ist nicht in einem diktatorischen Konzept gekommen, sondern diesmal ist sozusagen der totale Narzissmus, und das zeigt nämlich auch das Festhalten am Leben und das Kontrollieren wollen des Lebens, der ist diesmal in dem Gutmenschen gekommen. Und das ist eigentlich das Verrückte, dass der Gutmensch diesmal sozusagen benutzt worden ist, also das Helfersyndrom und sozusagen die Verantwortung wurde vorgeschoben in dem Gewand des Narzissmus, um im Grunde genommen etwas zu kontrollieren, was man sagen könnte, die göttliche Schöpfung ist. Plötzlich fühlt sich jeder sozusagen dazu berufen, dass er sozusagen dieses Virus kontrollieren muss und auch die Menschen schützen muss, die 80 oder 60 oder die dem Schicksal einfach unterliegen. Und das ist ja, wenn man sich diesen Gedanken einfach mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann und einfach mal wirklich darüber nachdenkt, dann muss man einfach darüber schmunzeln,
wie weit weg diese Menschen eigentlich von ihrem von ihrer intuitiven Gabe und von ihrem Flow, den sie vielleicht mal irgendwann in ihrem Leben hatten, sich entfernt haben. Sie entfernen sich im Moment in Gigageschwindigkeit sozusagen in einer total narzisstisch-totalitären Kontrollwahn. Und das ist natürlich wirklich das Verrückte an der ganzen Sache, ne? Ja, wir können natürlich, also wir können das in der Tat noch sehr lange drüber reden, aber etwas, was ja auch schon sehr perfide war, Narzissmus gab es auch schon in früheren Zeiten. Ich möchte da jetzt kein neues Fass aufmachen. Wir können da gerne auch noch mal ein anderes Mal drüber reden. Aber auch die Kirche hat sich als ein hochnarzisstisches System dargestellt, nicht? Also ich möchte jetzt auch nicht jetzt gerade noch mal, erinnern wir uns nur an die ganze Inquisition? Erinnern wir uns daran, dass sie im Namen des höchsten Spirituellen, also Geistigen, zutiefst weltlich, also fast noch grausamer weltlich war als so mancher weltlicher Herrscher. Ja? Sie haben sozusagen aus der zweiten Reihe hinten agiert und das alles unter einem unglaublichen Deckmantel. Also kriege ich Gänsehaut. Und ich sage mal, wir haben diese Tradition weitergepflegt. Es sind Glaubenskriege geführt worden. Das ist für sich genommen schon eine unglaubliche Perversion. Nicht? Und da wir uns daran gewöhnt haben, dass auch geistige Prinzipien narzisstisch sein dürfen, also wie viele Menschen haben sich dem unterworfen? Wie viele Menschen haben an die Hölle geglaubt? Wie viele Menschen glauben auch jetzt noch an die Institutionen? Und ich sage mal, das prägt auch unseren Geist, dass wir einfach folgen, dass wir einfach an nicht sozusagen, dass wir da gar nicht, dass das Gute, also das Gute kann so, also das Narzisstische kann so viele Formen haben, die in unserer Tradition so lange gepflegt wurden. Das ist ja auch eine Identifikation. Eine Konfession ist ja auch eine Identifikation. Wenn ich jetzt überall da die Stöpsel ziehe, wie bei einem Computer. Aber wenn man jetzt mal bei der Kirche, du hast über die alte Geschichte geredet. Ich würde aber ganz gerne auch über die junge Geschichte reden. Ja. Also die junge Geschichte, die junge frühe Geschichte ist, die Kirche hat ein ganz schlimmes Bild im Nationalsozialismus gehabt. Also ich würde mal sagen, eine ähnliche Situation wie jetzt im Moment auch, dass die Kirche sich komplett duckt und sozusagen komplett politikkonform. Also damals war sie nationalistisch und also dem Nationalismus oder konform dem Nationalismus und dem Faschismus gegenüber. Und jetzt ist sie konform der jetzigen, des jetzigen Wahnsinns. Es gibt keine Kritiker, es gibt keine oder nur ganz, ganz wenige Kritiker, nur ganz wenige Leute, die dagegen aufbegehren, dass sie wichtigsten Kirchenveranstaltungen, nämlich wie das Osterfest, einfach mal abgesagt worden sind, dass man Tote nicht und auch Sterbende nicht begleitet hat in den Tod, ihnen nicht die letzte Ölung gegeben hat, was der größte Skandal überhaupt ist. Und dass sie auch natürlich, und das ist ja noch ein viel schmutzigeres Bild, die ganzen pädophilen Skandale, die da abgelaufen sind in den letzten Jahrzehnten, die sie überhaupt nicht aktiv abgearbeitet haben. Also wir sehen, dass gerade die Kirche, die eigentlich den Menschen Halt geben soll, komplett versagt hat, also durch den Narzissmus der Hierarchien und durch den Narzissmus eigentlich des ganzen Konstrukts Kirche. Ja, die Kirche, die ja im Grunde genommen auch die Aufgabe hat, für das Seelenheil da zu sein. Ja. Aber du siehst, wir können noch viel. Ich finde es wichtig, dass wir an das Positive und wirklich dieser Narzissmus ist kein, es ist überwindbar, weil es in jedem von uns wohnt. Und jeder Mensch, der sagt, es ist in Ordnung, was kann ich tun, zu einer wahren Selbstliebe zu kommen? Also zu einem wirklich liebenden, ich sage das jetzt mal provokativ, zu einem liebenden Ego. Denn wenn ich in meinem Selbst, wenn ich mich selbst liebe, und das ist ja im Grunde genommen auch eine Lehre, nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir dürfen, also ich bin komischerweise nicht so erzogen worden. Selbstliebe war immer sehr nah dran, sich auf die Schulter zu, also
sich auf die Schulter klopfen und sich loben und so, das war immer Eigenlob stinkt. Ich weiß nicht, ich habe meine Mutter aber komischerweise nie dazu kriegen können, wie sie mir diesen Konflikt erklären kann, wo sie doch recht gläubig war, zwar nicht also so, dass sie in die Kirche gegangen ist, aber so, nicht? Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie hat immer den Nächsten betont. Also liebe den anderen mehr wie dich selbst. Und ich sagte, nee. Aber leb doch mal gesunde Eigenliebe vor. Konnte sie nicht. Ja, sie hat das ist wahrscheinlich die 60er, also die nach dem Krieg Geborenen. Ne? Die, Nee. Das hat, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun. Ich glaube, die ist vor dem Krieg geboren. Die hat die ganze Kriegszeit miterlebt. Ja. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu sehr da auf meine Privatgeschichte. Was ich nur sagen will, ist diese gesunde Eigenliebe. Also ich habe ja auch viel durch meine Seminare, was ich alles besucht habe, auch mit Leuten zu tun gehabt, gesagt, ja, dieses böse Ego und so. Nee, ich glaube, dass es eine gesunde Form gibt, sich selbst anzuerkennen, was aber auch bedeutet, dass ich meine Schwächen liebe. Deshalb habe ich das vorhin ja auch gesagt, hol dir das alles an deine Seite. Ich habe das ganz künstlerisch sehr kreativ gemacht, denn die Kunst hat auch was mit Lebenskunst zu tun. Und ich habe das Kreative für mich auch immer genutzt als Potenzial, Unwegsamkeiten zu transformieren. Ich habe mir zum Beispiel verschiedene Comicfiguren rausgesucht, die für verschiedene Persönlichkeitsanteile stehen. Ja? Den Besserwisser, den Naseweiß, die fleißige Biene und so weiter. Und wann immer ich das Gefühl hatte, dass einer mich von denen traktiert, so dass ich da nicht mehr rauskomme, bin ich mit denen in Dialog gegangen. Und das kommt mir jetzt zunutze. Weil ich nicht anhafte an irgendetwas. Also das heißt, ich bin nicht notorisch permanent von irgendeiner Angst getrieben, sondern ich kann mich immer wieder lösen davon. Und das ist etwas, was ich glaube, der erste Schritt ist, wirklich in diese vollumfängliche Selbstannahme zu kommen. Ja, ich bin das alles. Und ich finde mich immer wieder ein. Ich kann nicht statisch nur in einem Zufriedenheitsgefühl verweilen, sondern das ist wie das Leben selbst. Immer eine Bewegung, wie das Wasser. Ja, ich umkreise immer. Ich komme durch verschiedene Gefühle, durch Gedanken. Und das zusammen gibt meine innere Stabilität in einem fast manches Mal nicht wahrnehmbaren Bewegungsrhythmus. Manches Mal ist es sehr stark wahrnehmbar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir weder in eine Erstarrung verfallen, noch irgendetwas ausgrenzen, was uns im Moment als zu viel oder nicht bewältigbar erscheint, sondern dass wir das ganz bewusst an unsere Seite holen, dass wir uns auch Menschen an die Seite holen, mit denen wir die reden können, dass wir vielleicht nicht mit sehr vielen reden können, aber ein oder zwei, das reicht völlig. Und ich muss sagen, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Es hat sich vieles ausgesiebt. Und ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt. Und das ist eine solche Bereicherung, das mache ich mir jeden Tag bewusst. Jeden Tag sich bewusst machen, danke. Für was bin ich dankbar? Das ist ein sehr schöner Abend. So, jetzt möchte ich dich da gerne unterbrechen, weil ich möchte nämlich zum Schluss noch eine Sache machen, die vielleicht auch so ein bisschen die Essenz dieses Gesprächs ist. Und zwar möchte ich gerne, dass du 5 Ratschläge gibst, die, wie man aus dem Narzissmus rauskommt. Und ich werde 5 Ratschläge geben, wie man aus dem Narzissmus aussteigen kann. Und das Ganze möglichst kurz gehalten, diese 5 Punkte. Was sind deine 5 Tipps? Du kannst gerne anfangen, ich kann auch anfangen, wie du gerne möchtest. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass wir das unseren Zuschauern einfach nochmal so mitgeben können. Was aus deiner Erfahrung ist der Ausstieg aus dem Narzissmus? 5 Punkte. Der erste Rat ist, in sich hineinzulauschen und Gedanken und Gefühle auf Augenhöhe zu bringen. Punkt 2 ist, dankbar zu sein für das, was man hat und zu vergeben, wo man das Gefühl hat, andere haben einem etwas angetan, wofür man nichts kann und wo man vielleicht selber auch Dinge getan hat, wo man sich schuldig fühlt. Moment Nummer 2. Nummer 2. Genau. Nummer 3 ist, finde Menschen, mit denen du dich ausschließlich wohl fühlst. Lege Wert auf das Wohlfühlen, nicht sich verstanden wissen wollen.
Punkt 4. Stelle dir vor, wie du dich ins Leben fallen lässt. Wie in eine große Wolke, die dich hält. Und öffne jeden Tag, Nummer 5, dein Herz für alles, was dir begegnet. Alles ist eine Botschaft an dich und schau es dir mit dem Herzen an. Das sind doch sehr schöne 5 Punkte. Also ich glaube, wenn man die befolgt, kommt man der Auflösung des Narzissmus schon sehr nahe. Ja, jetzt bleibt für mich gar nicht mehr so viel übrig. Nein, ich Doch, ich glaube, hätte noch welche. Ganz ja, andere, ganz pragmatische. aber leider hast du nur 5. Nein, genau, Ja, die 5, die ich habe, das ist, lebe dein Leben und lass dich nicht von anderen Menschen irritieren. Also schau nicht nach hinten und schau nicht nach vorne, sondern mach das, was dir dein Herz sagt, in dem Moment, in dem du das spürst, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Der zweite Punkt, hab niemals Angst. Und wenn du Angst hast, dann guck dir die Angst an und du wirst sehen, die Angst löst sich viel schneller auf, als sie gekommen ist. Denn Angst ist etwas, was nicht da ist, sondern es ist einfach nur eine Illusion. Und das Dritte ist, glaub niemals einen Motivationstrainer, denn ein Motivationstrainer sagt dir nie, wie anstrengend es ist, dich selber zu erkennen. Der sagt immer nur und will dich immer nur pushen, aber das ist eine Ablenkung. Und ich glaube, es ist wichtig, dich selber zu erkennen, weil wenn du dich selber erkennst, dann kannst du nämlich im Grunde genommen auch mit dir selber zufrieden sein. Und der vierte Punkt ist, hab keine Angst vor Depressionen, weil eine Depression ist das Wichtigste im Leben, was dir passieren kann. Es ist zwar keine angenehme Situation, aber es ist die Situation, wo du die Chance hast, dich zu reflektieren und dein Leben sozusagen erstmal neu zu ordnen. Und ja, geh so weit rein, wie du dir zutraust, in eine Depression zu gehen. Denn Depressionen sind heilsam und Depressionen können ein wichtiger Weggefährte zur Intuition sein. Und das Fünfte ist, mach einfach mal alles anders, als du es jemals in deinem Leben gemacht hast. Trau dir, surf auf einer Welle und versuch einfach, das Leben so zu leben, wie es gerade in dem Moment kommt, und mach die verrücktesten Sachen. Und umso bescheuerter sie sind und umso mehr die Leute um dich herum die Köpfe schütteln, umso mehr bist du auf dem Weg der Weisheit. Das sind meine 5. Super, der Weise nach, ja. Ja. Ganz pragmatisch würde ich mal Bitte. sagen, mehr analog, weniger digital, oder? Ja. Aber es gehört auch beides zusammen. Es kann auch gut zusammenpassen. Also ich glaube, wir versuchen ja jetzt auch so eine Konzentration des Analogen. Also dieser Kanal soll ja auch mit ganz tollen Bildern. Wir wollen im Winter durch die Berge laufen, durch den 2 Meter hohen Schnee. Wir wollen, also ich glaube, das wird ein sehr spannendes Thema, uns ist aber auch klar, dass das nicht einfach wird. Also das ist das, was ich auch vorhin sehr ernst gemeint habe. Also der Zweifel ist schon groß, wenn man sich verändert, ne? Also es ist schon, weil man ja rausgerissen wird aus einer Komfortzone und man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber man kann doch nur Vertrauen ins Leben haben, wenn man sich diesen Sachen auch stellt. Vielleicht geht es auch erstmal schief. Also dann. Wollte ich gerade sagen, das Vertrauen, das ein Vertrauen entwickelt sich immer parallel zu dem, wovon man Angst hat. Also in Komfortzonen lernst du kein Vertrauen. Du, also Aber ich, wir. jetzt haben wir so schöne Wünsche zum Ja. Schluss Ja, also ich mitgegeben. hoffe, dass das die Leute natürlich auch motiviert. Aber ich will vielleicht noch ein Beispiel geben. Mir war ganz klar vor 2 Jahren, ich muss nach Zypern ziehen. Und dann bin ich nach Zypern gezogen, habe mir da alles aufgebaut und habe da ein Haus gemietet und habe mich da auch extrem wohlgefühlt und dachte, okay, das ist der Platz. Und plötzlich war diese Insel halb gesperrt. Also man konnte nicht mehr in die Türkei fahren und man konnte nicht mehr mit dem Auto rüber in den türkischen Teil, aber auch nicht auf das türkische Festland, was ich aber so unglaublich spannend fand. Und für mich war in diesem Moment Zypern gestorben. Also es war nicht mehr das, wo ich hin wollte, weil
Das Spannende war ganz einfach dieser Orient und Georgien. Wir wollten mit dem Jeep nach Georgien fahren und wollten Abenteuer erleben. Und plötzlich war es nur noch die Hälfte. Und der Orient war plötzlich weg. Und das war mir irgendwie so. Und dann habe ich einfach innerhalb kürzester Zeit gesagt, die schönste Insel, der schönste Fleck auf dieser Welt, das darf ich gar nicht sagen, ist nicht der schönste. Also für alle, es gibt noch viele andere schöne, könnt ihr zwar denken, für mich ist es aber der schönste. Das ist diese Insel, auf der ich jetzt gerade bin, die ich jetzt auch nicht unbedingt nennen will. Und ich habe es einfach gemacht. Und es war völlig bescheuert. Und weil ich businessmäßig hier überhaupt keinen Anker habe. In Zypern spricht man Englisch, da ist es alles ziemlich easy. Hier ist es, ich spreche die Sprache kaum und es ist einfach der Sprung ins kalte Wasser. Aber das macht es doch gerade so spannend, ne? Man fängt wieder ganz von vorne an und mal gucken, wo wir in ein paar Jahren sind mit dem ganzen Kram. Und ich glaube, es ist ein Riesenabenteuer, ne? Also so, und wenn ich jetzt hier dieses Haus sehe, dieses 300 Jahre alte Haus, dann denke ich so, verdammt, das ist das Traumhaus. Dieses Haus hätte ich mir nie erträumen. Also es ist wirklich wie aus dem Traum direkt transferiert in die Realität. Und wir sind hier und es ist der schönste Platz, den ich mir überhaupt jemals in meinem Leben hätte vorstellen können. Es ist einfach und es ist traumhaft schön. Und das ist halt irgendwie so das, was mich wieder bestätigt. Jeder, der gesagt hat, Kai, du bist doch bescheuert, du bist doch gerade nach Zypern gezogen, dem kann ich nur sagen, ja und? Jetzt bin ich woanders. Ne? Und so sollte man seine Träume leben. Also ich Ja, ich glaube. glaube auch, dass man das Leben ist so. Ein Samen, der aus einer Pusteblume rausfliegt, der hat auch keinen Plan. Der hat Genau. keinen Plan. Der landet auf einer Wiese und dort wird er dann sein Bestes geben. Und er blüht einfach, er tut es einfach. Er denkt nicht drüber nach, ob das der richtige Platz ist, ob der Grashalm links ihn stört oder ob der Regenwurm ihn anfressen könnte oder um ihn herum. Der ist einfach. Und in dieses Sein zu kommen, in diesem Moment, das ist wirklich, und wir sind so flüchtig geworden und haben uns diese Mauern des Anscheins, wir sind auf der einen Seite sehr klotzig und schwer geworden und zugleich unglaublich flüchtig. Flüchtig vor der Magie und der Weite und der Tiefe unserer Möglichkeiten, die wir überhaupt haben. Also das Leben hat dich jetzt einfach dahin genommen. Du bist dem gefolgt und ich bin dem auch immer gefolgt und habe gedacht, ich mache den größten Schwachsinn meines Lebens. Und nur mit vielen Jahren Abstand habe ich gesagt, jetzt kapiere ich das erst. Das hatte alles ein Konzept. Ich habe es noch nicht geschnallt. Also ich bin irgendwo immer in Fragen gewandelt, wo ich gedacht habe, diese Schuhgröße, das ist überhaupt nicht mein Schuh. Aber dabei hatte ich noch die Konditionsschuhe an. Und die Schuhe, denen ich gefolgt bin, das waren eigentlich meine tatsächlichen Fußabdrücke. Nur Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Und jetzt Liebe komme ich an und Celine, sage, passt. ich will dich nicht zu doll unterbrechen, aber wir haben jetzt schon über 1,5 Stunden Das geredet und ich weiß ich, möchte ja. aber nachdem du jetzt auch noch die Geschichte erzählt hast, wollte ich Ach die so. jetzt auch noch hinten dran hängen. Genau, nee, nein, ich habe einen besseren Vorschlag und das ist ja auch das Ziel. Wir haben ja noch viele spannende Themen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in der nächsten Sendung über Intuition reden und zwar wirklich noch mal tiefer auf die Intuition eingehen. Und da Sehr bist du gerne. natürlich die beste Gesprächspartnerin, weil du ja da auch ein Buch drüber geschrieben hast. Und ja, wir wollen natürlich unsere Zuhörer einladen. Jetzt zum Ende des Gesprächs das nächste Gespräch wird sich über Intuition oder mit der Intuition befassen. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Und ich glaube, da werden auch viele Dinge, die du jetzt noch gerne sagen möchtest, vielleicht dann auch vorkommen. Weil ich glaube, wir haben uns ja auch so ein bisschen vom Narzissmus in die Intuition, wie wertvoll die Intuition ist und wie ungut eigentlich der Narzissmus für uns ist, Ist gerade nicht dürftig. bewegt. Und ich glaube, Ja. da sollten wir weitermachen das nächste Mal. Lass Ich rein. danke dir erstmal vielmals und ja, ich bedanke mich ja bei unseren Zuschauern und ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Sender und mit dieser Sendung euch Mut machen können. Wir wollen euch ja auch unglaubliche Bilder liefern. Wir wollen auch von unserem Verlauf, wie wir hier uns schlagen, wie wir hier weiterkommen, wie wir auch vielleicht scheitern, vielleicht hier und da und dann uns wieder neu erfinden. Und wir wollen den Leuten auf diesem Kanal vor allen Dingen Mut machen, dass
dass sie mal endlich etwas anders machen und die Corona-Krise, so schwer wie es allen fällt, als große Chance sehen. Und zwar nämlich als große Chance, sich zu emanzipieren, und zwar auch als Gesellschaft zu emanzipieren und vielleicht einfach, dass wir Politiker eines Tages nicht mehr brauchen, sondern dass wir als Gesellschaft so erwachsen sind, dass wir Politik machen. Das wäre mein großer Wunsch und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ziel mit diesem positiven Abschluss dieses Senders, dieser Sendung. Und ja, ich hoffe, ja, dass jeder einfach ab morgen vielleicht mal überlegt, wie er sein Leben neu strukturieren kann. Ich wünsche dabei allen viel Spaß und Prost an Celine und vielen Dank an meine Zuschauer. Bis bald, euer Kai Stuth.